Hier der Dragon bei dem neuen Format Shortblade. Keine Sorge, ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich keine Let's Plays mehr machen werde. Das hier ist also in dem Sinne kein Let's Play, sondern eher ein Angespielt. Das heißt, wir werden eventuell einige Cuts hier drin sehen. Wir werden einfach mal in das Spiel reinspielen, gucken, wie es ist. Ich werde danach eine kleine Bewertung abgeben, wie ich es finde. Und ja, wir lassen uns mal überraschen. Heute haben wir Lily Child of Geos oder Geos oder keine Ahnung oder Geox, das ins der Schule atmet. Nein, oh Gott, das fängt schon gut an. Ich habe als allererstes mal, muss ich anmerken, ich habe meinen Controller angestellt und der reagiert relativ interessant, da der mir einfach nur die Maus steuert. Das ist neu, selten. Also, dass man im Spiel seine Maus steuern kann. Ansonsten wollen wir doch gleich mal, was ich dazu sagen kann noch. Es sieht alles bisher ein bisschen bunt aus, aber von dem will ich mich nicht abschrecken lassen. Es hat irgendwie so ein bisschen so ein... Es erinnert mich sehr an den Stil von damals Game Globe. Nur eben jetzt ein bisschen weitergeführt, was mich ein bisschen kritisch blicken lässt, weil... die Geschichte von Game Club finde ich eine sehr tragische und ich möchte auch ehrlich gesagt darauf jetzt nicht weiter eingehen. Es ist halt einfach nur unschön gelaufen. Ja, Leute, schade eigentlich. Ja, ich meine, es war nicht viel Potenzial, aber es war immerhin Potenzial und das wurde genutzt und das wurde verschenkt und beziehungsweise zerstört und das fand ich wirklich eine traurige Sache. Aber gut, wie gesagt, ich wollte nicht weiter drauf eingehen. Ich mache es trotzdem nur. Hahaha. Wir schauen uns heute Lily Child of Geos an. Und ihr seht schon, ich habe hier 3 Sekunden reingespielt. Das löschen wir nochmal. Das war einfach nur, ich habe es vorhin gestartet mal, um zu gucken, ob es überhaupt läuft. Und da war so das erste Bild und das war es dann schon. Ja, weiter bin ich auch noch nicht. Das heißt, das ist alles jetzt im Moment blind, wie man es im Let's Play nennen würde. Aber wie gesagt, es ist nur eingespielt. Ich werde auch eventuell bei langweiligen Szenen einfach rüberschneiden. Und es wird auch nicht so lange sein. Wir sehen mal. New Game. So, da haben wir schon mal eine Karte und einen schwarzen Bildschirm. Das ist, ah, hier. Finally of the world. Sweet, sweet land. Wow, the excellent island. Elusive island. Geos, take that professor. Okay. Be sure to check out the option menu. Ah, okay. Ja, wir bekommen hier gleich mal die... Would you like the game or my adjust your ich dachte, das hätte es schon getan. Na gut, okay, dann kann es sein, dass ich kurz weg bin. Your setting have been adjusted. Okay, dann also nicht. Sehr schön. Ah, okay, so kann ich laufen. Hier habe ich... Jetzt kann ich mich bewegen. Also ich spiele hier gerade mit Controller, weil ich dachte, ey, das ist so ein Fluffy-Style. Das sieht so voll nach, ja, PlayStation 3 aus. Oder 4 jetzt sogar. Da gibt es ja auch viele, viele, viele Spiele, die so ein... Ja, ich nenne jetzt einfach mal Fluffy Style, keine Ahnung, also so ein Comic-Shader und gleichzeitig aber auch alles irgendwie so übergroß, niedlich und Lensflare. Oh, wow, die Lensflares sind schön. Oh, guckt euch das mal an, richtig wie so ein Regenbogen. Also sieht alles schon auf den ersten Blick richtig, richtig nice aus, muss ich sagen. Ich befürchte aber, also da, wir sind mit dem Boot gekommen anscheinend auf diese Insel und irgendwas mit einem Professor. Ihr seht auch, ich werde jetzt nicht mehr übersetzen, das schenke ich mir jetzt einfach mal. Ich finde es auch komisch gerade, warum... Aber warum? Ja.
Ich kann also da... Ah, okay, hier kann ich die Ding, aber trotzdem kann ich hier laufen. Okay, die Steuerung ist ganz einfach. Ich habe einen Logitech-Controller, den kann ich umstellen, deswegen bin ich gerade ein bisschen confused. Ich kann einmal in alle Richtungen bewegen und einmal kann ich mich vor und zurück bewegen und links und rechts drehen. Nennen wir das einfach mal drehen. Das ist die Kamerasicht eigentlich. Ja. Also von daher ganz nett. Sieht auch schon schön aus im Grunde. Ja, also ich will mich da nicht beschweren. Sieht auf jeden Fall nett aus. Könnte lustig werden. Könnte aber auch sehr kindisch werden. Da bin ich jetzt so ein bisschen skeptisch von. Oh, da sind Schmetterlinge. Wir werden verfolgt von Schmetterlingen. Oh mein Gott, nimm sie weg. Was bist du denn? Du bist ein Karpfen. Karpfen? Drachenkarpfen. Lass mal Hallo sagen. Ich bin in Control Level. Das ist geil. Toll, super. Also er ist sozusagen anscheinend unser Guide, der uns jetzt zeigt, wie es hier losgeht. Oder er gibt uns einfach nur Infos. Ja, er gibt uns im Moment jetzt einfach nur Infos. Okay. Also wie gesagt, ich werde es nicht übersetzen. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Viele, also etwa 90% der YouTuber können mittlerweile flüssig Englisch. Von daher ist das kein Problem. Beziehungsweise lesen. Ich weiß nicht, wie es mit Sprechen aussieht, aber ich denke mal, Sprechen ist damit einberufen. Von daher werde ich es jetzt nicht direkt übersetzen, sondern ich werde es eventuell, wenn es wichtig ist, zusammenfassen nochmal. Das wird vielleicht für manche dann ein bisschen zäh, aber das, mein Gott, das gehört dazu. So. Steine sehen ein bisschen nach Plastik aus. Das sind bestimmt nur Attrappen. Attrappen! So. Hier haben wir ein Riesentor. Also ich bin auch echt, das sieht so, es erinnert mich furchtbar an Game Globe mit einer Mischung aus hier Zelda Wind Waker, oder? Also Leute, ich finde, es sieht wunderschön aus bisher. Doch, also es ist wirklich ein Stil, der mir gefällt. Was haben wir denn hier? Puppenbauarbeiter, okay, was sagt ihr? Hintergrund, wie geil ist das denn? Oh, wie süß ist der? Da ist ein Brett. Da steht ein Brett. Scheint ein bisschen krank. Oder er simuliert. Ja, die beiden haben sich also im Grunde nur darüber unterhalten, wer wir sind. Und er hat gerade gesagt, er wird gerade ein bisschen krank. Was haben wir denn hier? Ich finde den Blick, der ist so geil. Oh, das ist so episch. Guckt euch das an. Ich bin versucht, das einfach nachzumachen. So. Ja, also wir können uns hier, wie gesagt, noch ein bisschen umgucken jetzt. Dann mal gucken, wo es hingeht. Ich kann im Moment nicht viel dazu sagen, weil Surfside. Oh, oh, oh. Er hat Stimme. Ah, er ist also der Bürgermeister.
Eiskalt. Also wir dürfen ihm keine Fragen stellen. Da hat er direkt Nein gesagt. Wir sind also unterwegs wegen einem Schulprojekt. Wurden direkt vom Bürgermeister relativ unfreundlich begrüßt eigentlich. Und jetzt haben wir eine Minimap, sehe ich. So, da bin ich wieder. Ja. Also das, was läuft denn darum? Da sind kleine. Ach ja, mittlerweile steuere ich jetzt mit Maus und Tastatur, weil es einfach irgendwie von dem Spiel so vorgegeben wurde. Ah, das ist die Minimap da unten rechts. Okay, was haben wir hier? Vögel. Die da hingekackt haben. Die kacken bunte Farbe. Das ist voll durchgelaufen. Aber wirklich. So. Splitwood. Millhill. Das sind wahrscheinlich, ich verstehe. Das könnte hier, die Hubworld sein. What the cross those 50 birds? Also, Flighty Bird. Aha. Sie wundert sich jetzt halt wegen den Vögeln, mein Gott. Ach, oh, ah, okay, nein, sie wundert sich, weil sie sozusagen... eine Dusche wäre jetzt eigentlich ganz gut und neue Klamotten brauchst du auch, Kleines. So, okay. Also wir kommen... Warte mal, mein Gott, so viel Information. Ja, ist ja gut. Also, er ist einfach nur irgendwie ein Konstrukt, hat er gesagt. Das sich halt bewegt, weil die Geister das so wollten. Das ist zum Beispiel der Bürgermeister, haben wir gesehen, er hat so eine Maske auf. Das sind anscheinend irgendwelche Waldgeister oder sowas. Die hier das Sagen haben, im Grunde. Und wir kommen jetzt auch noch aus einem... ganz besonderen College. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Und wollen hier diese magischen Aktivitäten so ein bisschen untersuchen. Das heißt, mit Blumensammeln hat sich's eigentlich schon wieder. Aber gut, das ist ja jetzt auch kein Nachteil. Ach, wir sollen jetzt erstmal zum Trainer. Also gehen wir jetzt zum Trainer. Also hier haben wir eine ganze Menge Zeug. Ich frage mich, worauf das hinaus will. Oh, wer bist denn du wieder hier? Ominous Information. Fisch sehen. Das muss ich jetzt doch mal übersetzen. Hey, du ominöses Informationsfisch-Dingens. Das ist einfach nur cool. Das ist die Bezeichnung, die sie hier findet immer. Ja. Wer bist du denn? Die Musik schwingt direkt in so einen Zelda-Shop-Sound aus. Super. Ich weiß, dass es ein schlimmer Name ist. Er heißt halt einfach nur der Trainer. Also wir gucken nach magischen Blumen, Mann. Wir gucken auch immer wieder nach was Neuem. Ah, also wir können ganz normal mit E-Sachen aufheben. Wer hätte das gedacht? 5 weiße Blumen und dann soll man zurückkommen. Okay. Und damit schmeißt er uns raus. Und what the fuck, was macht er denn da? Ja, gut. Also, wir sollen 5 weiße Blumen sammeln. Haben wir eigentlich sowas wie ein Journal? Ah, wir haben ein Journal. Oder was ist das? Nee, das ist keine Ahnung. Also, es fängt sehr träge und ruhig an. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal zum Nachteil, weil,
Es zeigt einfach so diesen wunderschönen, ruhigen und irgendwie sonnigen, schönen Stil. Es hat sowas von Mario Sunshine gepaart mit Zelda Wind Waker. Da haben wir doch schon die erste Blume. So. Ja. Gut, das hätte man sich jetzt auch wieder sparen können. Da ist noch einer. Ich muss acht passen, die sind relativ schräg versteckt. Ich bin gerade am Überlegen. Ja. Da. Ja, die sind ziemlich gut versteckt sogar. Da ist noch einer. Hab dich gesehen. Und eine brauchen wir noch. Oder? Brauchen wir noch eine? Ja, wir brauchen noch. Was bist du denn? Laufende Mailbox. Also, rette uns, Lilly, rette uns, bevor es zu spät ist. Ich meine, der Bürgermeister ist super und es ist super hier, toll und schön. Ganz klasse. Ja, so ein bisschen. People say they love the major, that's usable when he's always free. Aha, also wenn er in der Nähe ist, dann sagen die Leute, dass sie ihn mögen. Oh, wir haben Geld. Das finde ich doch schön. Ich hatte mir ehrlich gesagt bisher weniger erwartet. So ein paar Jump'n'Run-Passagen und das war's eigentlich. Ich habe ehrlich gesagt auch keinerlei Ahnung, was für ein Gameplay das hier hinausläuft, aber bisher ist es so ein bisschen erkunden, suchen, sammeln. Ein paar Münzen sammeln haben wir schon. Da ist noch so eine. Mein Gott, die hängen ja jetzt überall. So. Entwickelt sich eigentlich ganz nett. Besser als so ein. Das ist wieder so ein Spirit. Okay. Also, wir sollen jetzt irgendwie auf ihn rauf springen und ihm die Pflanzen. So, mein Spirit jumpt und dann jank der Flowers auf. Das ist crazy. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Also, wir können auf sie rauf springen. Oh, wow. Da ist er. Oh, jetzt geht's ins Battle. Hoi. Aber erst holen wir uns noch eine Pflanze. So. Schnappen wir uns den Kerl. Wir springen auf ihn und da. Na komm, richtiger Bosskampf. Ach du meine Güte. Da. Da. Ah, jetzt muss ich sie rausziehen da richtig. Okay, cool. Also ich muss richtig so eine Zielbewegung mit der Maus machen. Das könnt ihr ja eigentlich sehen. Nein, die Pflanzen. Ach Mann. Da. Und zack. Damit ist er besiegt. Er ist aber nicht kaputt gegangen. Okay, er ist also einfach nur verschwunden und hat sich. Agenda M. Age 14 Fun Fact. Something eats his own zap. Favorite book, The Tissen 3. What the fuck? Wir machen nochmal Rematch. Ist es dann. Yay, yeah, wir haben einen Karateband bekommen. Cool. Also so ein Karate-Stirnband. Ja, wir sollen drei weitere. Da sehe ich schon rumhüpfen. Das ist jetzt also unsere Mission. Wir müssen die besiegen. Weil die halt einfach die Leute hier unterdrücken. Und das geht einfach nicht. Und deswegen müssen wir so uns schnappen und Blumen aus ihnen rausreißen. Und das ist irgendwie strange. I don't know. This construct made me here. Don't always tell us. Okay, also die haben aber diese Geister so hart wie sie sind, haben sie diese Leute erfunden oder erstellt, diese ganzen Monster, Viecher, da, naja, Monster sind ja nicht, das ist ja eher. Ah, das geht so, wow. Verdammt. Ich glaube, das ist mit Controller dann doch wieder einfacher. Bomb, was? Oh Gott, das wird nix. Oh doch. Sehr gut.
Okay. So ein richtiges Minispiel-Ding. Krass. Wir haben also auch einen Cryptmeter, also sowas wie bei hier Shadow of Colossus. Mein Gott, das mischt hier alles durch die Wand durch. Also ein God of War-Kampf mit hier. Wir müssen die Weißen kriegen, da die da. Na komm, 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 komm. Ja, und schon sind wir abgeschüttelt. Aber wie können wir das denn dann halten? Ah. Nee, der schüttelt uns immer wieder ab. Ich glaube, hier brauchen wir doch wirklich den Controller. Jetzt bin ich wieder mit dem Controller unterwegs. Jetzt gucken wir mal, ob es damit einfacher geht. Das ist ja auch so eine Sache, das muss man ausprobieren. Zack. So, X. Y. B. X. Nix da, das war gar nichts. X, B, A, Y, X. A, X. Oh Gott, das ist so viel. Y, A, Y. Okay, hier brauche ich es wirklich nur drücken, nicht rausziehen. Das finde ich fast ein bisschen schade. Das macht es auf jeden Fall einfacher. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist mindestens dreimal leichter, wenn man das eben mit Controller macht. Finde ich ein bisschen doof, ein bisschen unbalanced. Oh, da ist noch einer. Hey, der will ja regelrecht von uns. Komm, den schnappen wir uns. Zack und zack. Zack. B. Ja, das gefällt ja gar nicht, wa? Bomben. A, Y. Y. B. Y. A. Okay. Und A. Also ich muss sagen, das mit dem Rausziehen fand ich eine schönere Idee, aber so geht's halt einfach besser. Das sind große Schwierigkeiten, sagt er uns. Naja, B. 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 Ah, das war jetzt sehr schwierig. Also ja, Panik. Also mit der Maus ist es weitaus schwieriger. Das muss ich echt sagen. Das sollte man so festhalten, das Spiel. Es ist aber mit der Maus auch irgendwie stylischer und cooler. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken, hatten wir nicht was zur Visitor als Mailbot. I have Mailbot. Er heißt wirklich Mailbot. I have a message for you. Hier. Ja. Na super. Das waren mindestens 5 Briefe, die uns da. Na und nochmal. Und ja, danke. Ja, die Journal. So, was haben wir da? Spirits. Ah, das sind die, die wir schon gefangen haben. Und wie gut wir die gefangen haben. Natürlich haben wir die super gefangen, weil die haben wir mit Controller gemacht. Da sieht man mal den Unterschied. Das ist einfach was anderes. So, die Karte. Nein. Schätze. Freunde. Ach, da hat sie jedenfalls auch ein Woodboard. Es ist Woodboard. Also, er ist holzgelangweilt. Das ist so cool. Also der Typ, der ist einfach Gold. Das ist... Kann man nicht anders sagen. Die hat Speed und... Ah, jetzt können wir die Masken tragen und das Stirnband. Ach, ich bin dafür, wir machen hier so voll auf Rambo mit dem Stirnband. Sieht sie doch gleich viel bedrohlicher aus. So, schauen wir da mal. Also alles im allem gefällt mir das Spiel. Ich werde es wahrscheinlich weiterspielen, muss ich ehrlich sagen. Auch nach dem gespielt. Weil es ist wirklich schön. Es sieht schön aus, es spielt sich ganz nett, es ist eine frische Idee. Wenn sich das jetzt nicht so schnell abfährt, wie ich fast schon also befürchten muss, weil ich will nicht, dass es sich abfährt, aber so, es ist halt meistens immer so eine Sache. Ich meine, selbst Wind Waker hat sich in einer Zeit richtig abgefahren. Aber
Wenn sich das nicht so platt tritt, ja, dann könnte das doch eigentlich ganz nett werden. Ah, wir kriegen nochmal ein bisschen hier. Crit könnten wir jetzt. Wir machen jetzt mal auf Stealth. So, das war's dann mit dem Short Blade von Lily, Child of Geos. Ja, mein Fazit zurzeit, also ist nach dem kurzen Anspielen, es hat sehr, 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 sehr viel Potenzial. Wenn es das innerhalb der nächsten halben Stunde Spielzeit nicht verspielt, könnte es ein sehr gutes Spiel sein. Leider ist der Anfang wirklich so langsam und gediegen, dass es schwer ist, sich jetzt in das komplette Gameplay einzufinden. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich habe richtig Spaß daran, was ich bisher gesehen habe. Und ich muss sagen, es sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Es hat nette Ideen, es ist einfach was Neues. Und ich finde es ehrlich gesagt eigentlich schon fast schade. Ich finde es schade, aber eigentlich schon fast wieder ein bisschen gemein, dass das Spiel einfach in Deutschland eine schlechtere Chance hatte, weil es einfach nicht übersetzt wurde. Vergleichsweise in Zelda hätte da eingeschlagen wie eine Bombe, da hätte man sicherlich noch was machen können. Also Lily, Child of Geos ist echt ein Geheimtipp, denke ich, und ich werde das weiterspielen, und falls ihr wissen wollt, wie es wirklich dann ausgeht und ob das Spiel wirklich so ist, wie es sein sollte, also nicht wie es ausgeht im Spoiler-Sinne, sondern eher im grafischen und im spielerischen und Gameplay-Sinne, dann solltet ihr mal abwarten, denn bald wird es das bestimmt auch auf gespielt geben, und dann werde ich euch auch erklären, ob dieses Spiel wirklich die Bombe ist, die ich denke, dass es ist, und auch wirklich so viel Spaß macht. Ja, ansonsten, wer trotzdem Lust hat und sich jetzt ein bisschen halt anfixen lassen, der soll doch gerne mal reinsehen. Ich denke, der wird allein schon von der Grafik her nicht enttäuscht werden. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine Runde weiterspielen, und ich hoffe, euch hat das Short Blade, das neue Format, gefallen. Falls ja, wäre es doch cool, wenn ihr mich einfach mal auf Twitter oder so anschreibt oder einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten, tüdelü, euer Dan Dragon.